Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Diesmal, ich war schon fast darauf eingestellt, dass jetzt wieder irgendeine Szene kommt, wenn ich hier rausgehe. Aber ich merke, dass ich überhaupt keine Geschwindigkeit mehr habe. Das finde ich nicht gut. Ich hatte übrigens nochmal Trauben gekauft. Das war dann offline. Quasi in der letzten Folge, wenn man so möchte. Nein, du sollst das, was ich anvisiere, gerade mal machen, damit du hier alles gießt. So, und dann... Quatsch, was mache ich denn? So. Und dann nehmen wir den Temposchubzauber nochmal, weil der ja leider ausgegangen ist. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Sehr schön. Und dann können wir uns endlich um die Samen kümmern. Sehr, sehr geil. Dann würde ich auch sagen, dass wir hier direkt schon mal die anderen Blumen reinmachen. So, da dann auch nochmal welche. Dann einmal gießen. Wie gesagt, der Bot ist mir ehrlich gesagt zu teuer. So, die müssen auch nochmal gegossen werden. Stimmt ja. Oh, ich habe schon gesehen. Ich habe unten auch wieder Unkraut. Sehr, sehr geil. Ich meine, jetzt brauchen wir es natürlich nicht mehr so. Jetzt ist es eher so nebenbei, wenn wir nochmal für irgendwas vielleicht... Obwohl, naja, Unkraut brauchen wir eigentlich nur, um die Dinger herzustellen, ne? Und wir können auch keine neuen Dinger mehr herstellen, weil wir keinen Platz mehr haben. Was ich persönlich extrem schade finde. Aber naja, es ist halt... Soll halt nicht sein vom Spiel her. Aber wir dürfen nur mal ein bisschen Wasser auffüllen. Wobei viel ist da jetzt nicht rausgekommen. Und nochmal ein paar Zitronen einsammeln. So, dann, genau, da muss ich die Samen mal eben bearbeiten. Ach so, hier war ja auch noch was drin. Stimmt, das können wir auch direkt mal nehmen. Und die, nee, Knochenmehl. Jetzt doof. Da, Fenchelpulver. So. Wie viel brauche ich denn? Zählt es schon? Ach so, genau, ich muss ja auch noch, ich muss das ja auch noch herstellen. Warum sagt mir das denn keiner? Ja, wir müssen nur einmal hier... Ach, ich weiß, warum ich das Silber eigentlich hatte. Jetzt müssen wir warten. Oh, ich hoffe, die ist überhaupt jetzt mittwochs da. Oh. Sonst habe ich ein riesiges Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, das wäre jetzt richtig, richtig Mist gewesen, weil ich hätte jetzt wirklich ein riesiges Problem gehabt, wenn die nicht da gewesen wären. Weil ich sonst nämlich gar keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, überhaupt einen Eisenbarren zu machen. Ich kann das ja schlicht selber machen. Oh, kraul schneller. Da, mit ihr müssen wir noch reden, die läuft uns sonst wieder davon. I asked Cameron how he can truly think there are witches in this town. And he corrected me that the term was malcontents. But isn't that the same thing, really? Nein, ist es nicht. So. Und weil du so beschränkt bist im Kopf, es tut mir wirklich leid, könnte ich auch nie irgendetwas mit dir anfangen. Weil ich brauche intelligente Leute, die auch belesen sind. Ja, und da ist halt Wesley der perfekte Kandidat. Wobei ich dazu sagen muss, Damon wäre natürlich auch geil gewesen. Dann wäre ich jetzt schon verheiratet. Oh mein Gott. Aber ja, ich habe mich halt so darauf eingeschossen, dass ich wirklich einen Werwolf heiraten möchte. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Deswegen, ja. Wir machen es in dieser Folge auch wieder so. Ich werde mich jetzt um die Tiere kümmern. Das werde ich rausschneiden. Und ja, werde euch dann hinzufügen, was wir denn noch so im schönen Städtchen erleben, beziehungsweise wir müssen uns dann ja noch darum kümmern, dass wir das Eisen holen und dass wir die Zauberformel machen können. Dabei werdet ihr natürlich anwesend sein und dann mal schauen, was uns das Spiel heute noch so bringt. Vielleicht werde ich zwei Sachen zusammenschneiden, den Hexenprozess noch dazu. Kommt drauf an, wie viele Dialoge, also wie viele neue Dialoge ich heute bekomme. Bis gleich. So. Dann... sagst du mir noch was Neues? Why the long face? Oh, just thinking about my ma. On the coldest fall days, she'd always buy me a cup of pipe and hot cider. Oh, I hope she's doing okay back in the city. Hey, my mom's there too. Maybe our moms will meet and drink cider together.
Ja, oder ich könnte dir was machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Eisenbahnen waren es, glaube ich. So, dann schauen wir, ob wir jetzt das Rezept machen können, beziehungsweise den Zauber. Oder ob ich jetzt was Falsches gemacht habe. Das kann natürlich auch sein. Upsa. Natalias Geist. So. Eine Bannformel. Das Problem ist, jetzt habe ich das gemacht und jetzt teile der Hohepriesterin mit, dass die Zauberformel bereit ist. Ah, okay. Sehr gut. Dann bin ich gerade am Überlegen. Ich werde jetzt offline noch mal eben ein bisschen einsammeln und dann schaue ich noch mal überall nach, ob wir neue Dialoge haben. Do you ever get tired chopping down all those trees? If I haven't eaten a good meal, then sure. A lot of folks in the town where I grew up were loggers. They clean the local diner out of bacon and toast every morning. We're lucky there's never a breakfast rush at Sophia's. Ja. Ich schaff das schon, Wesley. I've been dreaming of slicing up Wagyu. But the cost is a hard pill to swallow. I wouldn't be able to sell it for a reasonable price. Ja, aber du könntest mir eventuell was verkaufen. Ich wollte nämlich Schweinefleisch auf jeden Fall haben. Nehmen wir nochmal Schweinefleisch mit. Rindfleisch, ich weiß nicht. Ich nehme mal vorsichtshalber auch Rindfleisch mit. Sonst glaube ich, brauche ich jetzt nichts, weil ich möchte ihm ja noch was zu essen machen. This shop has been in my family for 5 generations. Well, maybe longer if you count my ancestor Helga Dahl's shop that stood on this spot. It burned down in the Great Fairhaven Fire of 1817. Oh no, that sounds terrible. Was Helga okay? Oh yes, she was acquitted. That's not what I... The constable thought she started it, but he had no proof, did he? So, wir könnten hier noch mal ein bisschen aufstocken. Nochmal 16 mitnehmen. Er hat sowieso nicht geöffnet. Köder, wir könnten die Köder vielleicht auch noch mal ein bisschen aufstocken. Quatsch. Würmer. Nochmal 11 mitnehmen. Hast du mir noch was Neues zu sagen? I keep telling myself I might get back on the wagon. But if things in this town keep going the way they are, not gonna lie, it'll be mighty hard not to fall off. Sie hat geöffnet. Perfekt. Dann kann ich kommen. Komm. Juliet played so well at the wedding. How come I haven't heard more of her sick guitar solos? It's the awkwardness, I'm telling you. That was the first time she's played in public. I'm just so proud of her. Ne? Wir verkaufen noch eben unsere Fischstäbchen, damit wir auch wieder zumindest ein bisschen Geld haben. So. Sagst du mir noch was Neues? If I didn't come to the diner regularly, I bet there's some transplants I would have never met. Ja, das ist richtig. Obwohl, naja, nicht ganz richtig. Ihr habt mich ja auch so kennengelernt. I think all Fairhaveners have a little magic in them. Even the non-witches. They ooze something unique. Wobei auf dich steht ja eine gewisse Elfe. Ach so, da ist nichts. Dann können wir uns das direkt mal aussparen. Shelby war schon da. Da dackelt er mir wieder über den Weg. Aber da kann ich nichts. Obwohl. Moment. Nee, ich kann die Nummer You gotta ansprechen. be careful eating mushrooms. They'll take you places. Oh yeah. I've heard of people going on journeys. Yeah. To the outhouse, in my case. I'm mushroom intolerant. Ja, Shelby, das wollten wir eigentlich nicht wissen. So, die haben wir auch immer noch nicht hoch. Schlimm eigentlich. It'd be cool if Parker bought the flower shop from Violet. He nerds out over them the same way she does stitching. At the same time, he's built me some pretty sick ramps. It'd blow to see him give that up too, I guess. Juliet. Are you subbing for Mrs. Soft today? No, just stopping in. Well, that's kind of random, but okay.
Hä? Ich bin jeden Tag da. Was sind da random? Deep in what's oh nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Das habe ich jetzt, glaube ich, innerhalb von 5 Tagen 5-mal gehört oder so. Also das musste ich jetzt wegmachen. Sorry. I've noticed Sebastian's restlessness a lot lately. I hate to admit it, but we're not that different. Ja, ach so, ich wollte ja noch was gucken. Moment. Ach, ich habe tatsächlich Designs gekauft. Oh, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich das nicht anziehen konnte. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt schon mal aufgefallen ist. Aber ja, das erklärt dann so einiges. Wobei, das Design finde ich eigentlich ganz niedlich. Das kaufen wir uns auch noch dazu. Verkaufe Outfits, um mehr Designs freizuschalten. Ist aber auch doof, weil können wir dann... Warte mal. Da steht aber nicht drin, was man dafür braucht, ne? Da braucht man... Das ist zumindest nur eine Farbe. Ich nehme das einfach mal mit. Vielleicht können wir das ja verkaufen als Design und das ist dann nicht so teuer, das herzustellen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ansonsten würde ich sagen... Ja, die erzählen mir immer nur das Gleiche, ne? Aber ich könnte eben nochmal das Essen für Wesley machen. Ich meine, die haben ja auch wieder nichts Neues hier. Nö, ich meine, warum sollten die auch eine Quest haben? Ist ja schon alles gelevelt. Auch nicht. Gut, sehr schön. Das war jetzt nur so nochmal zur Sicherheit. Was wollte... Achso, ich wollte noch was zu essen machen. Schweinebraten mag er. Und ich bin am Überlegen, mochte er auch Rind? Schaue ich mal eben nach. Roast Beef. War das... ja, mit Rindfleisch, genau. Roast Beef und Schweinebraten. Und schauen wir doch mal. Weil Schweinebraten meine ich das machen kann. Dass ich dafür jetzt alles habe. So, genau. Was sind das? Ach, grüne Bohnen. Ah, okay. Ja, dann mache ich doch 2-mal Schweinebraten. Ist doch geil. Und da haben wir jetzt keine Karotten für. Na gut, okay. Ist halt nicht die Jahreszeit, um das anzubauen. Aber theoretischerweise in der nächsten Jahreszeit könnten wir das auf jeden Fall noch machen. Ist er noch unten in der Stadt? Wir haben ihn noch eben unten an der Stadt gesehen, meine ich. Ich hoffe, er ist noch am Lesen. Ja, sehr schön, weil ich glaube, wir haben ihm heute noch nichts gegeben. Wir haben nur gesprochen. Da. Überraschung! Oh, my word. Thank you. Hazel used to make this for me, but your version? It smells even better. Oh, der hat mich dabei so angestrahlt. Vielleicht war es auch nur das Fleisch, was seine Augen zum Strahlen gebracht hat. Ich bin mir nicht sicher, aber egal. Ja, ich werde da noch ein bisschen Zeit in der Mine verbringen und da noch ein bisschen was rumgrinden. Und wir sehen uns dann gleich im Wald wieder, wenn wir zur Hohepriesterin gehen. Bis gleich. So, wir haben Abend und wir sind da. Die anderen haben, denke ich mal, nichts für uns. Shelby ist noch nicht mal da. Na gut, der ist alt. Es dauert ein bisschen, bis er da ist. Dann reden wir direkt mal mit ihr. I have the incantation ready. Can we rid Natalia of the Wraith now? Good, but we must wait until it's exerting its influence. At that time, it'll be weakened enough to banish. It is sure to do so at Sophia's trial, so we must wait until then. Nein! Kannst du nichts weiter tun, als bis zu Sophias Hexenprozess warten, um sie zu benutzen? Oh. Hi, Priestess. I've always for some... Nein, das mit den Reimen tue ich mir jetzt nicht an. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt hier nochmal schnell den Kessel ein wenig auffüllen. Was haben wir denn hier noch? Mondblumen haben wir diesmal wieder mehr. Nehmen wir 2 davon. So, da wir jetzt nur eine Viertelstunde bisher aufgenommen haben, ich habe natürlich jetzt gedacht, jetzt kommt etwas mehr, würde ich sagen, ich gehe jetzt wieder zurück.
leg mich hin, werde einen neuen Tag starten und das müsste dann ja der Tag des Hexenprozesses sein. Und ich würde sagen, dass ich das dann einfach zusammenschneide, dass wir dann ausnahmsweise mal 2 Tage in einer Folge haben und dass wir uns gleich wiedersehen. Bis gleich. Ja, und I better get over to the town hall for Sophia's trial. I'm so nervous for Sophia. I feel sick. Do you have the incantation? Right here in my pocket. My butterflies can settle down now. Let's not shilly-shally about. Citizens of Fairhaven, Sophia Moretti stands accused of witchcraft. It's not true. I've been telling you all week, Otto. Listen to me. Natalia Kuznetsov, you put forward the accusation. Please tell us everything in detail this time. Now, Tara, read the incantation. Dark Wraith, you have been found. I wish you to be bound. Natalia, did you hear me? How come no one is saying anything? Because no one else can see it. That's what makes wraiths so dangerous. I think it worked. Sorry, Mayor Soft. What came over me? Sophia isn't a witch. Sophia, I can't apologize enough. I've come into the diner and complained about my life so many times. And you always give me a slice of pie and a listening ear. Isn't that what anyone would do? My whole life has been a struggle to get out from under the heap of bad luck a real witch gave me. But that curse is lifted now. Natalia, what are you saying? I take back my accusation. Sorry to trouble everyone. This is unexpected. Does anyone else have evidence of Sophia's witchcraft? Right then. Sophia, you are not guilty. Everyone may go. Yes! Take that, whatever primordial evil created these wraiths. You were amazing, Tara. Now, let's get out of here. This room is filled with bad vibes. Woohoo! Wir haben es abgeschlossen. Auch Hexen sind ihres Glückes Schmied, haben wir ebenfalls abgeschlossen. Alle haben mich hier alleine gelassen. So eine Sauerei. Okay, die sagen jetzt nichts mehr darüber. Kann ich mit Violet da noch drüber sprechen vielleicht? Sophia should never have had to go through a freaking witch trial. I've almost strangled a few bouquets just thinking about it. Kann ich verstehen. Aber ich kann noch mal mit den anderen Leuten sprechen. Vielleicht sagen die irgendwas zum Hexenprozess. Why would Natalia say she had proof that Sophia was a witch and then change her mind? It makes me, I mean us, look like we called a town hall meeting for no reason. If Sophia's not the malcontent, then who is? Is it you? Are you the malcontent? Me? Sorry. I'm just on edge. Okay. There's no such thing as a malcontent. Angus says we have to agree to disagree. So, Moment. Hier oben haben wir noch die Schüler. Jetzt laufe ich auch noch dran vorbei. I wanted to go to the trial, but I had to babysit the twins. You don't get a ton of chances to go to an actual witch trial, you know? Hey, Juliet. Don't want to talk? No. Ja, das war ja ein langes Gespräch. Tara, I'll be honest with you. I don't know what to say to Sophia. I'm usually quite good at knowing what to say in any situation. Not this time. Ja, auch wenn sie noch so wie das letzte im Endeffekt aussieht, ich glaube, sie hat schon ein gutes Herz. Das habe ich ja irgendwann davor auch schon mal gesagt. Also, wie das letzte aussieht, ist jetzt blöd ausgedrückt. Also, ich meinte jetzt diese Mimik und so, die sie immer drauf hat, ne? Weil sie immer so böse guckt und alles. It's important to watch out for malcontents, but it's also important to find the malcontent inside yourself first.
Maybe that was Natalia's problem. Das war sehr weise, Parker. Sehr weise. Okay, mit ihm können wir auch nochmal sprechen. Aber erst, wenn ich das genommen habe. What is a malcontent anyway? The term seems awfully broad. Not sure I like that. Das kann ich dir sagen. Querulanten sind sowas wie die neuen Nazis, sage ich jetzt mal. Das ist immer das, was dem Staat nicht gefällt. Oder in dem Fall jetzt dem, ja, dem Bürgermeister. Das nehmen wir noch schnell mit hier, das Holz. So, haben wir noch irgendjemanden, mit dem wir hier sprechen können? Oder was wir einsammeln können, das wäre natürlich auch schön. Shelby, hast du schon geschafft, wieder nach hier zu kommen? Ja, sehr schön. Ich liebe es, mit ihm hier so am Lagerfeuer zu sitzen und auf seinen Kaffee zu warten. No one would have called Sophia a witch if Marcus were still around. And Giacomo. And Gloria. Ja, hier haben wir niemanden mehr. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich jetzt die Leute, die unten sind, nochmal ins Visier. Ah, ich glaube, die kann ich heute holen, ne? Ja, das ist sehr schön. Haben wir eigentlich eine neue Aufgabe? Ne, wir haben jetzt gar keine Aufgabe im Moment. Das ist ja doof. Aber immerhin konnten wir den Hexenprozess jetzt noch in dieser Folge miterleben. Deswegen habe ich das auch extra so geschnitten, weil alles andere wäre eigentlich Blödsinn, wenn ich jetzt alles so kurz gemacht hätte und so. My training manual said that it would be easy to recognize a malcontent, but it's actually pretty hard. Ja, dann würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, was für dich eigentlich ein Querulant ist. So, unsere Ärztin ist auch da. I told Sophia she should come in for a checkup. Not that anything's wrong with her, physically. But traumatic events can shake up the head and the heart. Ja, gut, als traumatisches Erlebnis würde ich es jetzt nicht gerade betiteln, aber... I wanted to check in on you. You had a hard time, what with the trial and everything. Hard. It was awful. I'm glad Natalia took that Spazzatura back, but I can't forget that she accused me. Maybe she was having a really hard time too? I understand that. But still... Tara, will you be honest with me? Did you believe the accusations? Of course not. I know you're not a witch. Good. I thought maybe everyone was being polite. This has been so hard on Juliet. She already had a hard time with people, and now... Ach komm, das wird auch wieder. Brauchst gar nicht so traurig zu gucken. I hope Otto remembers the mistakes he made. Letting people throw around accusations like they're nothing. But I have this feeling that he won't. Oh, guck sich doch mal einer diese Schnute an. Die würde ich am liebsten jetzt in den Arm nehmen, aber das kann ich ja leider nicht machen. Ich darf ja nur mit den Leuten reden. Hatte ich mit dir heute schon geredet? Nee, oder? Nee. I did a cursory review of this area's history before I arrived, and I recall several mentions of witch trials. I was sure I was overpreparing, but now... Ja, jetzt weißt du, warum du da reingeguckt hast. Nämlich, weil du einen, ich sag mal, modernen miterleben durftest. Oder musstest. You think Sophia'd like some clams? I hauled up a lot today. I don't think that's kosher. You're right. You're right! I feel bad for her, but I'm not so good at talking. I figure, let my fishing do the talking. Ja, das ist aber auf jeden Fall eine sehr nette Geste von ihm. I'm still so mad that they went after Sophia. How did Otto and Cameron get to Natalia like that? Tja. Sie ist nicht da, bei dir können wir noch reinschauen. I hope that trial was the last time anyone brings up witches. Come on. Ja, das hoffe ich auch. So, oben haben wir soweit alles... Nee, Moment, haben wir noch nicht soweit alles durch. Wir sind bis zum Bürgermeister, glaube ich, nur gekommen, ne? Den Rest haben wir jetzt nicht gemacht. Sie ist jetzt gar nicht da. Na gut, ich würde wahrscheinlich auch nicht arbeiten gehen in so einem Moment. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Ach doch, mit ihm haben wir doch schon gesprochen. Ah ja, er hatte sich ja noch beschwert. Ja. Ich weiß es wieder.
Dann bin ich jetzt eigentlich ganz doof gelaufen, wenn ich mal ehrlich bin. Eigentlich müsste ich jetzt direkt wieder runter. Ach so, und ich muss natürlich noch meine Tiere füttern. Und ich sollte vielleicht... Oh, Moment. Also einmal müssen wir euch bewässern. Ganz wichtig. Dann ist irgendwo hier... Ist das der hier? Nee, das ist der da drüber, ne? Ist noch der Honig fertig? Ja, der. Sehr geil. Euch bewässern wir auch nochmal. Oder auch nicht, weil sie einfach nicht mittig stehen bleiben möchte, sondern runtergeht. Auch kein Thema. So, dann den Blumen nochmal ein bisschen Wasser geben. Was ist mit euch? Da ist nichts von fertig, so wie es aussieht. Okay. Dann haben wir hier eigentlich noch was für. Ne, da haben wir noch ein einzelnes. Ach so, die sind aber fertig. Oder der ist fertig. Ich hoffe, es ist der vordere. Ja, perfekt. Dann können wir auch nochmal ein bisschen Wasser nachholen. So, ah, mit ihr können wir aber noch sprechen. Sie steht da hinten so traurig vor der Mine. Ich denke mal, mit ihr müssen wir jetzt auch mal sprechen, um sie vielleicht ein bisschen aufheitern zu können. Aber vorher klauen wir uns hier nochmal eben den Pilz. So. Did you know Juliet could play like that? Cause I sure didn't. Maybe I'll ask her to learn some Ukrainian folk songs. The kind my dad liked to hum on rainy evenings. Hm. Ja, sie guckt sehr betrüppelt, aber naja. Wenn man mit ihr redet, ist sie jetzt gerade nicht so wirklich betrüppelt. Dann würde ich sagen, ich mache das, was ich ja normalerweise morgens machen würde, was mir jetzt aber verwehrt blieb, weil ich ja direkt zum Rathaus gehen musste. Nämlich, ich sammle jetzt erstmal überall nochmal die Sachen, fütter nochmal meine Tiere und so. Und dann schaue ich heute Abend nochmal beim Hexenzirkel vorbei, ob da vielleicht was Neues ist. Wenn da nichts Neues ist, dann treffen wir uns gleich am Bettchen wieder. Und beenden sozusagen den Tag. Das heißt sozusagen, wir beenden dann den Tag. Und wenn es doch noch was Neues gibt, dann treffen wir uns gleich am Hexenzirkel wieder. Bis gleich. So, was ich wohl vergessen habe, es tut mir leid. Ich muss natürlich Wesley noch sein Lieblingsessen für heute bringen und nochmal mit ihm reden. Fairhaven is lucky to have you. Otherwise Sophia would have been... Well, Hazel knew what she was doing, bringing you here. Achso, nee, ich habe ein Geschenk. So, das Letzte, was ich noch habe, Wesley. Bitteschön. Oh, my word. Thank you. Hazel used to make this for me, but your version? It smells even better. Er hat mich schon wieder so angestrahlt, aber ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt vom Essen kommt oder ob es daher kommt, dass er mich so anstrahlen möchte. Wir werden es herausfinden. Zephyr's left the responsibility of governing Ravenwood to me. I enjoy it, but I wonder who will succeed me one day. Tja, wenn du keine kleinen Feenkinder zeugst, ne? Kannst du schon mal nicht familienintern weitergeben? Well, you've averted one crisis, but be wary. I can always sniff out a hunter. And that mayor of yours is on the hunt. Ja, das befürchte ich leider auch. So. Oh, jetzt geht doch mal dahin. Ich hoffe, dass sie diesmal geöffnet hat. Ja. Ach, da ist sie. Thank goodness Sophia had you and the rest of the coven to help her out. I don't want to think about what might have happened if... you know. I have to ask. Why do you care so much about someone you've never even talked to? Because she's innocent. She didn't do a thing. I can't bear that. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Oh, wir haben das Herz fast voll. Aber ich glaube, da bin ich schon ein paar Mal drauf reingefallen. So, die Mohnblumen sind da. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich mit. Und dann schauen wir mal, was der Wald zu bieten hat. Hier haben wir nichts Neues. Da auch nicht. Ah, hier aber. I can't stop thinking about Sophia.
She had to suffer for something we messed up. At least Tara and Amira got Natalia to quit spreading that skinder. You did Fairhaven and Sophia a great service. Thank you both. Journeyman, we did our best to keep the wellspring balanced. But all that trying amounted to a hill of beans. The Wraith still got out. It's the danger we always feared would emerge from the wellspring. It's true. We have to do a better job of keeping this island safe. But for now, let us turn our attention to the changing of the seasons. It won't be easy this time. Novice, herbalist, how would you feel about another trip to the Gloaming? Super, aber das macht die Folge länger. I thought you'd never ask. Yeah, what she said. Look, normally we wouldn't need herbs and flowers from the Gloaming to turn fall into winter. But the season-changing ritual draws heavily on the wellspring, so I think we can't be too careful. You'll be looking for a mushroom called the Trompette de la Mort. Look, I don't remember much French from high school, but I think you're asking us to find a death trumpet. Correct. Ooh, I've never seen one before. They grow in places where the wellspring magic once flowed, but then got cut off, which gives Trompettes de la Mort special properties. But don't worry, they just look like funky chanterelles. They're not dangerous, I think. And they're often found inside Fae Ring, so we know what to look for when we're in the Gloaming. Novice, once you and Herbalist have found a Trompette de la Mort, combine it with a tiger lily flower and a pearl to make an incantation for turning the seasons. The rest of us will stay here and tend to both the glamour and the wellspring. We're on it. Tigerlilien, wollt ihr mich denn veräppeln? Ah, okay, aber die Geisterflamme haben wir noch, nur Winterritualformel müssen wir halt dann noch herstellen. Ja, okay, dann werden wir das mal schnell machen. I wonder what bizarro obstacles we'll find this time. Shh! The plants can hear you. I remain unconvinced of that. Hey, I'm trying to keep us from getting plant jinxed. Von den Pflanzen verhext, okay. Ich meine, dass die uns angreifen, das haben wir jetzt schon des Öfteren bemerkt, aber verhext worden sind wir bisher noch nicht. Naja, kann natürlich immer das erste Mal sein. Dann kann ich mal wieder den Weg alleine hier machen. Finde ich ganz nett von dir. Ich dachte eigentlich, du kommst mit, Violet. Aber offenbar nicht. Irgendwo haben wir hier doch so einen Ring gefunden, so einen Feenring. Aber frag mich nicht nach Sonnenschein. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt war. So. Ah, doch hier. Oh, here's the fairy ring. But I don't see anything inside. Huh. Me neither. Unless... Oh no. Inside fey rings, size can get weird. It's possible that everything growing within the ring got shrunk. See? We have been plant jinxed. That's not a real thing. We're witches. Jinxes are real. Point taken. How are we supposed to find this fungus? Well, if we used a shrink potion while standing inside the Fae Ring, we could get down on the Trompette's level. But... We'd also need a grow potion or we'd be stuck that size. We'll need two of each. Here are the recipes. You'd better get to it. We don't have much time left. Wait, me? Excuse me, Miss Herbologist. Aren't you the potions expert? And any self-respecting herbologist wouldn't allow this teaching opportunity to pass them by. Of course. All right. I will get brewing. Ja. Ach du Scheiße. Der Schrumpftrank sieht so ein bisschen aus wie bei Alice im Wunderland. Okay, komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Doch. Und der Strecktrank, also der Vergrößerungstrank, der sieht zumindest wirklich wie ein Trank aus. Das andere sieht ja eher so wie so Törtchen aus, was man dann anknabbern kann. Okay, ja, dann müssen wir wieder zurück. Ich würde dann allerdings sagen, dass wir uns in der nächsten Folge erst um den Trank kümmern, weil dann haben wir wieder eine neue Aufgabe, die wir machen können. Ich werde gleich nochmal ganz kurz gucken, was man dafür überhaupt braucht. Wahrscheinlich wieder irgendwas, wo ich sowieso tagelang was zusammensuchen muss. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich zu Hause wieder. Ja, und wir wollten ja auch noch Leder herstellen. Das habe ich total vergessen, weil das können wir natürlich jetzt. So, das sind Tränke gewesen, genau. Den können wir herstellen, sehr schön.
Der dauert 8 Stunden. Okay, mit viel Glück haben wir den anderen vielleicht auch, dass wir den herstellen können. Und dann können wir die 8 Stunden des Tages nutzen und dann abends den abholen und dann dahin gehen. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine Vermutung bzw. Hoffnung von mir. Da die Aufnahme diesmal ziemlich lange geworden ist, weil wir ja auch sehr, sehr viel reingepackt haben von 2 Tagen, verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.